Liebe Freunde und Schüler, guten Tag. Der neue Präparat heute ist Breaking Through. Das ist ein Präparat eigentlich für die Behandlung von Durchblutungsstörungen, vor allem Durchblutungsstörungen aus entweder Defizienzen des Qi, aber eigentlich mehr für Blutstagnation, die aufgrund von Tarnproblematiken entsteht. Also dieses Präparat eignet sich für zwei wesentliche Pathologien, eine Art so Ausserrung des Qi, Zusammenbruch des Qi mit Tarn bzw. einer erhöhten Viskosität des Blutes. Dieses Präparat erreicht vor allem den oberen Körperteil, das Kopfbereich, das Zentralnervensystem und das Herz. Hat nicht so wie Free-Flow-Tablet einen distalen Effekt. Man kann zwar diese Präparate in der Traumatologie verwenden, aber dieser Präparat ist eigentlich mehr so geeignet, um das TNS, das Hirn, gegen Blutstagnation, gegen die chemische Problematiken zu bewahren und auch das Herz zum Beispiel bei präkordialen Schmerzen, Angina pectoris aufgrund von Tarn und Blutstagnation. So, dieser Präparat hat unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten. Eine Anwendungsmöglichkeit ist zum Beispiel prophylaktisch, anstatt Aspirin, wenn man einen langen Flug vor sich hat, dass man beispielsweise also 3, 4 oder 5 Tabletten davon nimmt. Das mache ich selbst für mich zum Beispiel, weil wir sehr oft unterwegs sind und das lange Sitzen im Flieger bringt gewisse Gefahr mit sich, vor allem in einem gewissen Alter. Nächste Anwendungsmöglichkeit von diesem Präparat ist im Krankenhaus. Ja, also, man kann es übrigens so parallel zu einem westlichen Präparat geben, man muss nur so dosierungsmäßig wirklich hier ein bisschen schon aufpassen, weil die westlichen Präparaten berücksichtigen weder das Qi noch Blutstasen in dem Sinn, wie wir es verstehen, noch Tarnablagerung, noch Bluthitzen und so weiter. So, die westlichen Präparate arbeiten nicht ursächlich, sondern pure Symptomatik. Das heißt, die bringt zwar das Blut zu fließen, aber die Ursache für Blutstagnation wird leider in dem Fall, so nach unserer TCM-Muster, auf keinen Fall mit berücksichtigt. So, diese Präparat schützt gegen so Lungenembolie, gegen Thrombosen, hilft auch übrigens für die Behandlung von Dekubitus. Ich würde grundsätzlich diese Präparat nach einer schwerwiegenden OP weiterhin empfehlen, ja. Diese Präparate, wir haben diese kostbare Kraut, die man Sanchi nennt, Radix Psoriginseng, also diese Präparate sind sehr hoch bewertet für die Behandlung auch von Arteriosklerosen, Blutstagnation, Spätfolge von Unfällen, Trauma und so weiter. Nächste Anwendungsmöglichkeit dieser Präparate wäre auch beispielsweise so vorbeugen gegen so die chemischen Problematik, weil man weiß, dass der Patient aufgrund von Tarnproblematik, aufgrund von Zungenbefunden, fleckige Zungen, also dunkel, schwarzen, gestaute Kapillar oder den Zungenkörper, Raupuls, Semai, eine gewisse Anfälligkeit zu Blutstagnation neigt. Man könnte auch diese Präparate noch zusätzlich geben. Diese Präparate sind auch sehr empfehlenswert bei präkordialen Schmerzen als Notfallmedizin. Ich finde, dieser Präparat gehört eigentlich zu der Notfallmedizin in dem Sinn. Aufpassen, ne? Der ist nicht blutungshemmend, sondern fördert die Zirkulation des Bluts, aber ist eigentlich ist keine Gefahr dabei, dass dieses Präparat Blutungen auslöst, weil die Kombination, die Komposition dieser Präparate ist so ausgeglichen, dass mit Qi-Kräuter und Kräuter, die eine Doppelnatur haben, die können zwar das Bluten, die Stagnation auflösen, aber wiederum verhindern, dass dass Blutungen entstehen. Das ist eine komplexe Rezeptur von der Zusammensetzung her, ein bisschen so wie eine Kathedrale, sehr ausgeglichen. So, diese Präparate empfehlen sich für sehr viele Pathologien, auch Kopfschmerz aufgrund von Blutstase oder Blutstagnation im Augenbereich, als Spätfolge vom Hirnschlag zum Beispiel mit Sehstörungen und so weiter. Also bitte nicht vergessen, dass das Präparat vor allem, also Herzen, Hirn, Sinnesorganen, Zentralnervensystem erreicht. Die Dosierung ist durchschnittlich 3x1 Tablett prophylaktisch über einen längeren Zeitraum zum Beispiel, bei schwerwiegender Kopfschmerz aufgrund von Qi-Schwäche und niedriger Blutdruck,
So Patienten mit Hypotonie werden sehr davon profitieren können, weil dieses Präparat hebt das Qi und bringt das Qi auch hinauf. Ja? Oder 3x3 Tabletten täglich oder je nach gefährlicher Zustand. Man könnte sogar die Dosierungen zum Beispiel bei Angina pectoris Anfälle auf 3x6 und so weiter noch zusätzlich geben. So, das ist eine kostbare Medizin. Wie gesagt, noch einmal, der Differentialdiagnostik ist von großer Bedeutung. Schau bitte auf die Zunge, schau bitte auf den Puls und achte auf die Pathologie. Dieses Präparat eignet sich nicht für Bluthitze, Blutstagnation. Ich möchte es hier nochmal betonen. Dieses Präparat ist eigentlich Breaking Through, vor allem für Qi, Blutmangel, Blutstasen oder Blutstagnation in Kombination mit Qi-Problematik, Resorptionsproblematik und Tarnproblematik, aber nicht für die Behandlung von Bluthitze oder Bluthitze aus Yin-Mangel und leere Hitze. Voilà, ich wünsche euch aufgrund dieser Präparate eine gute Durchblutung und vor allem ein geschütztes Herz- und Kreislaufsystem und zentrales Nervensystem. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön.